Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Steinbock. Ich habe jetzt die Legung für dich für das kommende halbe Jahr, also für die nächsten 6 Monate. In dieser Zeit geht es darum, dass viele Nachrichten aus der Öffentlichkeit kommen, die richtig sind oder falsch, die es gilt abzuwägen, die allerdings auch wertvoll sind. In Kürze wird sich hier auf jeden Fall etwas Wertvolles, Gewinnbringendes ereignen. Und es wird viel Veränderung geben. Hallo, mein lieber Steinbock. Wir schauen uns jetzt dieses große Blatt im Einzelnen genauer an. Ich habe hier gelegt mit den Karten von der Angelina Schulze, mit den Licht- und Schattenkarten. Die zeige ich dir hier mal kurz. Die Packung schaut genauso aus. Und dann nehme ich, nachdem ich alles so weit als möglich ausgedeutet habe, noch meine eigenen Zusatzkarten dazu und wir schauen uns die einzelnen Karten noch genauer an, bekommen da noch mehr Hinweise und schau mal, da geht es um eine erfahrene Freundin, eine Schwester und die ist älter oder kann auch sein, dass du sie schon lange kennst. So, mein lieber Steinbock, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Du findest unten in der Infobox wie immer die Karten aufgeführt, ganz viel Information für eine private Legung und auch sonst noch einiges an Informationen, denn seit Oktober gibt es zu jeder meiner Legungen auch einen Text unten drunter in kleinen kurzen Stichpunkten. Und ich hoffe, dass der hilfreich ist. Noch zwei oder drei Sachen und dann starte ich. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden von euch zutreffen und wird es auch nicht. Denkt bitte dran. Und die Legungen für Steinbock komprimiert sind in einem extra Playlist-Ordner. Da kannst du gerne reinschauen, da findest du ab sofort alle Legungen, die erscheinen, wenn du nur für Steinbock schaust und kannst dann auch immer mal zurückschauen, was jetzt gerade bei so einer Halbjahreslegung absolut Sinn macht, ja? Und du weißt ja, wenn du hier länger zuschaust, Zeit ist fließend. Für den einen ist es die Gegenwart, für den anderen ist es jetzt bei so einer großen Legung kann das 2 Monate sich hin und her verändern. Bei den Monatslegungen kann es auch schon den Monat davor Thema gewesen sein. Also denk bitte auch da immer dran. So. Und nun würde ich sagen, fange ich an, damit du die Informationen bekommst, die du gerne haben möchtest, wobei ich nicht sage, was du hören möchtest, sondern das, was ich hier sehe. Du, mein lieber Steinbock, bist hier dargestellt in der weiblichen Hauptperson, unabhängig deines Geschlechtes. Dein Gegenüber ist hier dargestellt als männliche Hauptperson, auch unabhängig des Geschlechtes. Ja, je nachdem, wie deine Situation ist, bedenkt, dass das auch eine Frau sein kann. Ich sage es immer wieder, gerade für euch Singles da draußen. Ganz wichtig. Okay? Also wir starten mal und wir starten gleich mal mit der Energie, die dem Ganzen zugrunde liegt, die hier unten zu sehen ist. Und da liegen die Fische. Die Fische stehen für Geld, Finanzen, aber auch für die Seele und für etwas in den Fluss bringen. Und das ist etwas, worum es bei dir in dem kommenden halben Jahr geht. Und wenn ich sage, die Fische stehen da und da und da dafür, dann kann es auch für all diese Aspekte sein, ja.
Hör gut rein und überleg, was es bei dir sein kann. Du liegst hier im Haus der Lilie. Es kann sein, dass du hier gerade ziemlich ausgeglichen bist, sehr helfend, sehr unterstützend und mit dir im Reinen. Ja, kann auch sein, dass hier das Thema des Winters angezeigt ist mit der Lilie. Du hier mit dem Thema Winter etwas zu tun hast. Der Fuchs, du schaust in den Fuchs. Ich habe den Eindruck, bei dir geht es darum, klug zu sein, schlau zu sein, was einen Erfolg angeht. Vielleicht bist du hier auch, was den Erfolg einer Sache angeht, etwas im Zwiespalt. Das ist auch gut möglich. Ich habe hier die Investitionen, die sich hier mit den Mäusen vielleicht ein bisschen verzögern. Irgendwas knabbert hier an den Investitionen oder du verlierst Investitionen. Das kann auch gut möglich sein. Beziehungsweise auch dein Gegenüber schaut hier rein, ja, dass hier Unklarheiten über bestimmte Entscheidungen, über Möglichkeiten sind. Und es kann sein, dass die Angst da ist, eine Investition zu verlieren. Diese Investition kann Geld sein, natürlich, kann allerdings auch ein Haus sein. Das ist ebenfalls möglich, weil das Haus da liegt. Oder eine Wohnung. Und hier ist etwas ganz wichtig, ein wichtiger Neuanfang, der plötzlich kommt und den Erfolg bringt. Du hast hier den Gegenüber in Gedanken, hier auch. Das ist sehr interessant, denn das spiegelt sich auch komplett eins zu eins, ja. Ich habe den Eindruck, dass du vielleicht mit einem Spiegelpartner zu tun haben könntest. Das ist eine Möglichkeit von vielen, ja, dass hier ein Plan da ist von einem, das kann auch ein Jünger des Gegenüber sein hier, von dem du noch nichts ahnst, von dem du noch nichts weißt. Und damit hier etwas Wichtiges erfolgreich wird. Es kann auch sein, dass es hier um zwei Gegenüber geht, die einen Plan schmieden. Das ist ebenfalls möglich, um gewisse Herausforderungen zu minimieren, sage ich mal, ne? Herausforderung mit einer Investition ist hier dargestellt und die soll sich quasi minimieren. Oder gar nicht erst aufkommen, dass es eine Herausforderung wird oder eine Hürde wird. Der Berg ist eine Hürde, etwas in das Wachstum zum Beispiel zu bringen, denn das habe ich hier auch liegen. Einen Baum. Der Baum liegt hier in den Sternen, also viel Wachstum auch im Spirituellen. Viel Wachstum, was plötzlich kommt. Der ein oder andere kann hier mit gesundheitlichen Dingen zu tun haben. Das ist, kann tatsächlich auch sein. Oder eine Operation. Das ist ebenfalls gut möglich im kommenden halben Jahr. Und hier ist ein Neuanfang in der Liebe zu sehen, ja. Der schicksalshaft ist, der wichtig ist und der auch hier einen großen Erfolg bringt, auch wenn der noch unklar ist, beziehungsweise auch wenn hier Wege und Möglichkeiten noch nicht sichtbar sind, in welche Richtung dieser Erfolg
geht. So liegt das doch mit der Sonne sehr, sehr gut da, denn die Sonne schmilzt ja immer alle Wolken weg. Ja, und den Nebel sowieso. Ich habe hier als erste Karte den Park. Das heißt, in diesem halben Jahr werden Nachrichten kommen, Informationen, die du reinbekommst oder rausgibst, was mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Das kann hier mit dem Park sich auch um Kunden handeln, dass du hier vielleicht Nachrichten bekommst von Kunden, die eine gewisse Trauer verspüren oder dass etwas endet. Irgendwas endet in der Öffentlichkeit, ist aber hier auf jeden Fall auch wertvoll und gewinnbringend, ja. Ich habe hier schicksalshafte positive Veränderungen. Wenn die Störche im Kreuz liegen oder am Kreuz dran liegen, sind es immer große Umbrüche, die gerade anstehen, mit ein paar Verzögerungen beziehungsweise mit 1 bis 5 nebendran. Habe ich den Eindruck, dass es ja mit den Mäusen ist es ein bisschen weniger, vielleicht 2 bis 3 sind. 2 bis 3 Umbrüche, die du in diesem halben Jahr erwarten kannst, die schicksalshaft sind, das heißt unausweichlich, also die so sein müssen, sollen, dürfen. Ich habe hier erfolgreiche Veränderungen, ja. Anerkennung, Wertschätzung, dafür steht auch der Mond hier. Und diese erfolgreichen Veränderungen sind schicksalshaft unausweichlich und haben eindeutig auch mit dem Thema Haus, Wohnung zu tun. Eine erfolgreiche Veränderung oder 2 bis 3 erfolgreiche Veränderungen, die hier Glück bringen, welches noch nicht sichtbar ist. Jedoch habe ich hier auch die Mäuse dran. Also so, die Mäuse sind auch eine Karte für Verzögerung. Es kann auch einfach nur sein, dass sich das Glück hier ein bisschen verzögert, weil das Glück ist beschützt, ja, definitiv. Und du brauchst dir hier wenig Sorgen machen. Ich weiß, das sagt sich immer einfacher als getan. Die Mäuse liegen im Haus der Nachrichten, also und die Nachrichten im Fuchs. Also diese Nachrichten über einen Zwiespalt, über etwas Falsches, verschwindet. Also vielleicht kommen auch keine Nachrichten bei dir an. Und das ist positiv, das kann genauso gut sein, dass Nachrichten, ich habe den Eindruck, wenn die Nachrichten dann da sind, ist es meistens alles schon erledigt bei dir. Der Brief steht auch für das Internet, ja. Kann sein, dass es hier das ein oder andere Mal irgendwie da was knabbert, dass da etwas nicht funktioniert. Das kann ich nicht ausschließen. Und mit dem Buch ist hier ein großes Geheimnis über einen Neuanfang. Dieser Neuanfang kann auch den Sohn betreffen, den ersten Sohn oder die dritte Tochter. Die liegt hier nämlich ebenfalls drinnen. Und Nachrichten, Geheimnisse über einen Neuanfang, über eine neue Liebe, über etwas in kleinen Schritten machen. Das kann ja auch ein Herzensprojekt sein, was in kleinen Schritten kommt. Sind häufiger das Thema in diesem halben Jahr. Die Konstellation hier kann auch bedeuten, dass ein Gegenüber von dir vielleicht unerwartet Vater wird, ja. Das Gegenüber ist männlich und du weißt, drehst entsprechend um. Und
Weil die Konstellation und die Verbindung hier zum Storch ist ein Thema. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. Leider muss ich das dazu sagen, dass jemand das Kind verliert. Verlieren heißt nicht unbedingt, dass es stirbt. Nein, sowas habe ich nicht in den Karten, sondern aus anderen Gründen, dass hier irgendwie ja ein Geheimnis mit einem Kind sich vielleicht auch herausstellt oder mit Kindern herausstellt. Das ist ebenfalls gut möglich und etwas, was du einfach noch nicht weißt oder ein Gegenüber hier noch nicht weiß, und plötzlich ist jetzt da eine Veränderung da, und diese Veränderung kann tatsächlich für den einen oder anderen das Potenzial haben, ich sage es nicht so gerne, dass es einem den Boden unter den Füßen wegzieht, weil mit Sicherheit hier eben schicksalshafte, unausweichliche Veränderungen da sind. Die sind zwar positiv, ja, einmal hier mit den Störchen, einmal hier mit der Sonne. Jedoch ist hier etwas, was ganz plötzlich kommt, sehr einschneidend kommt. Und ich habe den Eindruck, die Situation dann da ist, dass von heute auf morgen alles anders ist. Das ist etwas, was ich hier total wahrnehme, dass ich irgendwie, das ist nämlich auch die Aussage dieser Karte im Übrigen noch zusätzlich, dass ich hier einen Lebensumstand, eine Situation wirklich von heute auf morgen ändern kann. Bedenkt bitte zum Positiven, ja, auch wenn es euch erstmal so quasi die Füße wegzieht. Es kann jetzt etwas sein, wenn du hier eine Investition getätigt hast. Das kann Zeit sein, das kann Geld sein, das können Gefühle, Gedanken, Arbeit sein. Also was es auch immer ist, man kann ja investieren in vielerlei Hinsicht. Ja, das muss nicht immer unbedingt Geld sein, obwohl hier das Geld liegt, ist schon klar. Es wird mit Sicherheit auch Geld sein, ja, aber nicht nur. Schau bitte alle Bereiche genau an, denn es geht noch viel mehr an Investitionen. Schaut dieses Kartenbild bitte groß an, von außen, und denkt es groß, ja. Nicht zu klein, sondern denkt größer, weiter. Okay, also das ist so Thematik, dass sich hier vieles im Leben plötzlich ändern kann. Und schauen wir uns mal den Berg noch ein bisschen genauer an. Der Berg ist immer eine Herausforderung, etwas, was länger dauert oder wo es darum geht, aus einer gewissen Komfortzone rauszugehen. Wobei ich dieses Wort, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so richtig mag. Ja, also das ist einfach etwas, wo es um eine Veränderung geht, sagen wir es mal so. Und der Berg dauert auch, ja. Ihr seht ja, bis so ein Berg ist ziemlich massiv, und bis man den hinter sich oder ja hinter sich gelassen hat, gibt es auch mehrere Wege. Schau mal, das finde ich an diesen Karten so toll. Einmal siehst du den Weg komplett oben drüber über die Spitze. Einer, der hier so vorher biegt, und einen unten rum. Ja, der unten rum dauert vielleicht ein bisschen länger, ist nicht ganz so anstrengend, aber hey, ich bin kein Bergwanderer, ich habe keine Ahnung davon. Also die Variante stelle ich mir als sehr anstrengend vor, und ich bin jetzt kein Mathematiker, ob das tatsächlich der kürzeste Weg ist. Also für mich nicht, weil bis ich da oben wäre, oh Gott, ne? Also nur mal so als Beispiel, also welchen Weg du da auch einschlägst,
Häufig ist es ja die Krux, dass wir auch das gar nicht vorher wissen, ne? Welcher Weg das ist. Das sehen wir dann meistens ja im Rückblick. Okay, was ein Thema noch ist in dem halben Jahr, ist hier entweder falsche Informationen, die von einer Behörde oder einer Firma kommen, oder dass du hier im Zwiespalt bist mit einer Trennung, mit einem Rückzug von einer Familie, von einer stabilen, festen Basis. Das kann auch sein. Ich habe hier eine Amtsperson liegen. Diese Amtsperson kann jetzt ein Richter sein, das kann ein, oh ja, das könnte auch ein Therapeut sein, sehe ich gerade, oder ein Arzt. Das wäre ebenfalls möglich, dass es hier mit der Sonne wird es aber auch alles sehr positiv. Ja, die Sonne liegt direkt nebendran, also da brauchst du dir keine Sorgen machen, was auch immer das ist. Ich habe den Eindruck, und ich sage es euch dazu, denkt bitte auch da immer dran, manche Situationen können sich in veränderter Form in einem halben Jahr wiederholen. Ja? Einmal kann es jetzt vielleicht das Finanzamt sein, dann ist es ein Arzt und dann ist es vielleicht hier ein Lehrer oder jemand, der eine Weiterbildung organisiert. Es kann auch ein Chef sein, ist ebenfalls möglich, oder eine lehrende, Wissen weitergebende Persönlichkeit, das ist auch gut möglich. Und der Bär steht auch für ein Ahnenthema. Und dieses Ahnenthema war lange Zeit in deiner Familie und hat für Belastungen gesorgt, ja, und die klären sich. Das auf jeden Fall. Diese Belastungen werden eliminiert. Das war eins, was ich sofort gesehen habe. Und wir haben ja die Engelsflügel hier im Haus des Kleeblatts, von dem du nichts weißt, was auch nicht sichtbar ist für dich. Und da kann es um, also da geht es auf jeden Fall immer darum, dass hier ein glücklicher Zufall, etwas Positives da ist. Auf jeden Fall da ist. In dem ganzen halben Jahr, lieber Steinbock, ist diese Energie da. Und das finde ich grandios. Das möchte ich dir gleich dazugeben. Da ist eine Energie da. Da ist jemand da, den siehst du nicht, aber der lenkt hier so dieses Schicksal, sage ich mal, hier, ne? Diese Veränderungen, der führt dich, das ist schicksalshafte, glückliche, positive Führung. Etwas ist wertvoll, etwas ist gewinnbringend und das Ganze hat mit einer Ausbildung zu tun, mit einem Neuanfang, von dem du noch nichts weißt, oder da mit etwas in kleinen Schritten zu machen. Oder eben mit einem Kind, ja? Die ganzen Sachen, die ich vorhin gesagt habe, spielen da alle mit rein, weil du siehst ja, es geht übers ganze Kartenbild hinweg. Deswegen sind auch alle Themenbereiche, die ich jetzt schon genannt habe, dabei. Und jetzt kommt es noch mehr, denn die zwei spiegeln sich auch zueinander. Das heißt, dass es hier viele Situationen gibt. Das sind 2 mal 5, sind schon einiges, ja, 10. Die Mäuse knabbern ein paar weg. Also hier sind ganz viele Themen, wo es darum geht, etwas loszulassen oder Bilanz zu ziehen. Das ist im Übrigen auch das, was hier unten liegt, ja, wo ich gesagt habe, der Fuchs geht zu dir. Es geht darum, klug zu sein. Vielleicht bist du auch manchmal ein bisschen falsch freundlich. Also bitte,
das Falsche jetzt nicht als Betrug sehen, wofür der Fuchs ja tatsächlich immer steht, ja, Betrug, Intrige, sondern so sehen, dass du manchmal, um dir Zeit zu verschaffen, ein bisschen oberflächlich freundlich bist, vielleicht ist das besser ausgedrückt, weil du einfach Sachen auslotest, weil du noch genau reinspüren möchtest. Der Fuchs steht ja meistens auch für unseren Selbstbetrug. Ja, Betrug, Intrige, das ist aber meistens das Thema, was ja in erster Linie bei uns vorherrscht. Und ich habe den Eindruck, das ist es, was du dir auch hier genau anschaust. Oder was dir auch bewusst wird, das ist ebenfalls gut möglich, ja. Bei Falschem kommt hier ein Erfolg, ist auch eine Definition dieser Kombination. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ihr könnt ja das Video zwischendrin einfach mal stoppen, um das Gesagte zu verinnerlichen. Und wie gesagt, unten ist der Text. Schaut da gerne rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Text findet. Also überhaupt, dass ich den Text da unten reinschreibe. Wie lange ich das noch mache, weiß ich nicht. Denn es erfordert tatsächlich viel Arbeit, ihr Lieben. So, also, du bist hier ganz schlau und wägst etwas ab. Auf jeden Fall, ja. Nachrichten, die mit Sorgen, mit Ängsten, mit Kümmernissen zu tun haben, über eine Investition oder eine Investition, die eben Sorgen macht oder die in den Verlust geht. Da kann tatsächlich alles dabei sein. In einem halben Jahr, ein halbes Jahr dauert ja doch ein kleines bisschen. Ich sage jetzt kleines bisschen, weil ich habe den Eindruck, es geht immer schneller jedes Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist mein Eindruck. So, jetzt noch was anderes. Ich sehe hier zwei Ruten. Ihr Lieben, bitte entschuldigt das Knarzen von meinem Stuhl. Ich bin bemüht, das zu ändern. Die zwei Routen hier liegen in der Plötzlichkeit. Also es kann tatsächlich sein, dass hier ganz plötzlich ein Leid kommt. Jedoch in der Regel sehe ich eher darin, dass hier Gespräche kommen und Ordnung gemacht wird. Zwei Themen, die auch mit einer Reise zu tun haben. Das kann auch gut möglich sein, dass zwei Reisen anstehen, die eine Herausforderung beinhalten für dich in dem kommenden halben Jahr und für ein Gegenüber. Dieses Gegenüber hat ebenfalls die Herausforderung in Gedanken. Und eine Frau. Ich habe jetzt überlegt, eine, es sind wahrscheinlich zwei Frauen. Herausforderungen, was die Gespräche angehen, was das vielleicht auch das Diskutieren angeht. Und da sind vielleicht noch ein paar Schwierigkeiten. Das kann eine Frau sein, die weiter weg ist. Und weiter weg ist relativ. Bitte denkt dran, ja. Das Schiff sagt mir jetzt keine genaue Entfernung, sondern das kann 5 Kilometer sein oder eben um Häuserblock rum. Es kann aber auch eine Entfernung sein wie, was weiß ich, 2000 Kilometer. Ja. Also eine Frau, die weiter weg ist, ist eine Herausforderung. Oder eine Frau, die gewisse Wünsche und Sehnsüchte hat, vielleicht auch ein paar Komplikationen, die ein bisschen kompliziert ist und hier eben einen Wunsch umzusetzen
Das ist möglich. Vielleicht hat dieser Gegenüber hier selber eine Herausforderung mit dieser Frau oder aber du hast die. Es kann auch sein, dass es euch beide betrifft. Das kann ich auch nicht ausschließen. Diese Frau hier, die weiter weg ist, wie gesagt, es sind zwei Frauen, die weiter weg sind. Nochmal, zwei Frauen. Die sind auf jeden Fall wertvoll, ja, gewinnbringend. Da ist mit den Engelsflügeln nebendran auch so eine Energie dabei, dass hier auch gewisse Umwege und Komplikationen wertvoll sind. Einige Umwege und Komplikationen sind wertvoll und es kann sich hier auch um eine Frau aus dem spirituellen Bereich, und ich sage jetzt ganz bewusst spirituell und nicht esoterisch, denn das sind für mich wirklich Welten, ja. Bei mir ist Spiritualität ganz einfach ausgedrückt, die Verbindung zu deiner Intuition, zu deinem Gefühl und vielleicht auch zu den Hellsinnen, ja. Und vor allem auch das Thema Bewusstsein, dass viele Sachen bewusst sind. Okay, das ist was anderes für mich wie Esoterik. So. Also diese Frau kann hier, diese zwei Frauen können hier aus dem spirituellen Bereich kommen. Es kann sich tatsächlich für den einen oder anderen von euch auch um eine hellsichtige, zwei hellsichtige Frauen handeln. Zwei Heilerinnen können es auch sein. Beziehungsweise klären sich Umwege und Komplikationen. Und das ist sehr schön. Die zwar wertvoll waren, also diese Umwege und Komplikationen, alles, was du in diesem halben Jahr an Umwegen und Komplikationen erfährst, mein lieber Steinbock, ich versuche mich nicht ganz so kryptisch auszudrücken, das wird auch gelingen, also du wirst da Klarheit bekommen, du wirst durch gewisse Schwierigkeiten oder Umwege zu immer mehr Klarheit kommen, ja. Das ist dieses Wertvolle an diesen Komplikationen und Umwegen, wenn es jetzt keine Personenkarte ist. Die Schlange steht auch für Gift. Ich spüre jetzt mal ganz kurz rein, ob das Gift auch ein Thema ist. Für den einen oder anderen doch ist es ein Thema. Und ich habe aber eher den Eindruck, dass es eine Herausforderung für eigentlich für dieses Gegenüber ist, aber für dich auch in gewisser Weise. Und du hast ja hier ebenfalls Verbindung. Ihr habt alle Verbindung zu den Engelsflügeln im Übrigen. Also die zwei Frauen, der Gegenüber und du auch durch die Spiegelung, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich habe den Eindruck, dass wenn es sich um Gift handelt, dass hier vielleicht tatsächlich eine Ausleitung wertvoll ist von Giften. Das kann hier tatsächlich in Verbindung mit dem Schiff Thema sein oder Thema werden, dass hier was auszuleiten ist. Wenn das aber nicht deine Intention ist, irgendwas auszuleiten, dann, wie gesagt, sind es entweder die zwei Frauen oder einfach das Thema, dass sich Umwege und Komplikationen in diesem halben Jahr dann auch immer klären, jedoch einen gewissen wertvollen Aspekt behalten, denn du lernst daraus. Ja, das ist die Konstellation hier. So. Ich sehe jetzt gerade, weil ich gesagt habe, Reisen. Ich habe hier zwei, ich habe sogar vier Reisen, wenn ich es mir genau anschaue.
Die Engelsflügel haben ja auch noch mal die zwei dabei und hier noch mal die zwei. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry, ich musste mal etwas husten. Also, ich habe den Eindruck, vielleicht willst du auch jemanden was husten. Denn das war jetzt ein richtiger Hustenanfall. Das ist natürlich auch möglich. Und wir hatten es ja gerade hier von diesem Gift, was hier von woanders herkommt, oder eben ausgeleitet werden will. Das kann auch alles Mögliche sein. Denn die Schlange steht nämlich auch für das Thema Heilung. Ja, meine Lieben. Also vielleicht ist das auch ein Thema. So. Die Reisen, genau da war ich. Vier Reisen habe ich hier liegen. Und das sind ein paar Umwege und Komplikationen. Das Schiff steht auch für Wünsche und Sehnsüchte, für Ziele, die es zu erreichen, ja, gilt oder die du erreichen möchtest, ja, oder die ihr hier erreichen wollt. Die sind auf jeden Fall auch wertvoll und gewinnbringend. Und die Gespräche, die hier geführt werden, haben ebenfalls ein großes Potenzial, etwas in Bewegung zu bringen, ja. Diese Konstellation hier habe ich ja schon vorhin genannt, hat aber auch noch die Bedeutung, dass hier auch ein Standpunkt geändert werden kann, ja. Der Baum ist tief verwurzelt. Der Baum hat eine gewisse Festigkeit und Stabilität. Der Baum steht für Heilung, für Wachstum. Und jetzt kann es sein, dass hier ganz plötzliches Wachstum einsetzt durch Nachrichten, Informationen, Gespräche über etwas, was plötzlich Thema ist und dadurch auch so ein gewisser, also das ist für mich auch so ein gewisser Aha-Effekt. Gerade mit den zwei Karten und der Baum im Haus der Sterne, da wird jetzt etwas im Leben klar. So. Die Sense. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie schreit mich gerade immer die Sense an. Also die werden wir nachher gleich noch mal genauer angucken. Das habe ich hier schon, das habe ich schon, das haben wir schon. Schicksalshafte Geschichten mit einem Haus, mit einer Familie, wichtige Sachen mit einer Firma, einer Behörde, auch schicksalshafte Themen, die hier anstehen, die unausweichlich sind. Und ich habe hier im Übrigen nochmal das Finanzamt. Es kann hier auch um zwei Sachen gehen mit einem Finanzamt. Es ist auch gut möglich, dass hier Dinge kommen, auf dich zukommen und da eine Veränderung ansteht diesbezüglich. Der ein oder andere von euch kann hier auch mit dem Thema Besitz zu tun haben. Das könnte jetzt zum Beispiel auch das Thema Grundsteuer sein. Bedenkt bitte bei all den Themen, dass hier die Sonne dabei ist, ja? Und da wird sich etwas klären. Da wird etwas erfolgreich, ja. Die Sonne hat hier auf das Kreuz den Bezug und auch auf die Situation und mit dem Haus ebenfalls und mit dem Fuchs auch. Das bedeutet, bei allem, was unklar ist, bei allen Entscheidungen, die unklar, die erstmal unklar sind oder erstmal schwierig,
kommt mit ein bisschen Überlegen vielleicht auch so ein bisschen der richtige Riecher. Das ist nämlich auch das Thema vom Fuchs. Oder der richtige Zeitpunkt, kommt dann der Erfolg. Ja, also bleibt optimistisch in diesem halben Jahr, denn es wird sich alles klären, ja. Ich schaue gerade, ob wir die Entscheidungskarte drinnen haben. Nee, die Wegekarte liegt überhaupt nicht im Kartenbild. Das finde ich auch mal interessant. Die legt sich eigentlich meistens rein. Nein, liegt nicht drinnen. Okay, dann schauen wir uns die Hand noch mal genauer an. Hier sind 1 bis 5 Themen, die zu bearbeiten sind, woran du arbeitest, die mit der Arbeit zu tun haben können oder die mit einem Hobby zu tun haben können oder berufliche Thematiken. Die sind wertvoll, die sind gewinnbringend. Auch Thema Selbstständigkeit fällt hier runter. Und mit der Hand gilt es hier, Verantwortung zu übernehmen, Schuldgefühle loszulassen, auch wieder das Thema des Bilanzziehens, also etwas sich genau anschauen. Und dann kommen hier diese positiven Veränderungen genau dadurch, weil du etwas genau anschaust, was verankert ist. Du schaust dir genau an, woran du arbeitest, was du arbeitest, wie viel du arbeitest, ob das auch wirklich den Gewinn bringt, den du dir erhoffst, und checkst es ab. Und ich habe den Eindruck, dass diese Karte, ich nehme die hier nicht so doll schlimm wahr, komischerweise, denn im ersten Moment denkt man natürlich an eine Investition, die in den Verlust geht, oder eine große Firma, die in den Verlust geht, ist erstmal eine gewisse Dramatik. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch was Positives ist. Würde ja auch hier die Sonne wieder bestätigen. Aber das ist wirklich mein Gefühl auch noch, ja. Ist zwar bestätigt durch die Sonne, aber das ist ein ganz starkes Gefühl, dass dieser Verlust hier eigentlich ein Gewinn ist. Hört sich komisch an, ich weiß. Ich bin echt gespannt, was ihr mir dann vielleicht im Laufe dieses halben Jahres noch in die Kommentare schreibt, ja? So, jetzt schauen wir mal dich genauer an. Du liegst hier im Haus der Fische, also im Haus des Geldes oder deiner Seele, der unbewussten Seele. Und da habe ich den Eindruck, ist hier der Plan eines Gegenübers, hier das spirituelle Wachstum anzuregen oder viel Wachstum oder hier auch eine, also ich habe hier beides drinnen, auch so gewisse Stagnation oder Krankheiten, also auch die Vitalität anregen habe ich hier drinnen, ist ebenfalls möglich. Das kann jetzt die geistige Vitalität sein, die emotionale Vitalität sein, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, aber derjenige, für den es bestimmt ist, der wird damit was anfangen können. Also hier ist jemand, der hat einen Plan, ja. Und dieser jemand ist ein Gegenüber, der in einer Beziehung steht mit dir. Oder ganz was anderes, da kommt jemand Neues, weil ich habe hier den Neuanfang, ja, eine neue Liebe, die plötzlich kommt. Und hier sich jetzt eben durch ein Gegenüber dann auch
Festigt. Es kann auch sein, dass hier ein Gegenüber von dir eine Beziehung, eine Partnerschaft hat, von der du noch nicht weißt, und da ist ein Plan dahinter, der eindeutig mit dir zu tun hat. Ja, oh, sorry, ich habe ein bisschen gewackelt wieder. Dieser Plan hat definitiv mit dir zu tun. Und dieser Plan wird hier, der ist positiv, ihr Lieben, ja, der ist sehr positiv, auch wenn hier das Kreuz liegt, aber die Karten hier sind alle sehr, sehr gut. Da muss auf jeden Fall noch was losgelassen werden. Wir hatten ja vorhin schon das Ahnenthema drinnen. Das ist natürlich ein großes Thema. Was ich ebenfalls hier auch noch so sehe, sind mit dem Schlüssel wichtige, das Schlüssel ist immer das Ausrufezeichen, ja, ist eine sehr positive Karte, liegt hier mit dem Kreuz und im Haus des Sarges hier und hier, so dass es aussagt, mit Sicherheit endet eine Unsicherheit. Eine Belastung, also eine Unsicherheit war schicksalshaft. Ich habe den Eindruck, hier auch karmisch vielleicht. Und ihr wisst ja, Karma kann vieles sein. Das kannst du von deinen Ahnen mitgebracht haben. Das kann auch etwas sein. Das ist ja nichts anderes als das Prinzip von Ursache und Wirkung. Okay, dass irgendetwas noch da ist, was ich jetzt ablösen darf. Irgendetwas ist gut, denn wir haben ja hier die Hand daneben. Also 1 bis 5, beziehungsweise ein bisschen weniger. Hier haben wir noch die 4 liegen. Da nochmal die 2. Also es sind einige Sachen, die sich da noch verändern dürfen. Und die auf jeden Fall mit dem Baum lange Zeit da waren, ja. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das bei den meisten von euch Ahnenthemen sind, ja, oder Sachen, die du eben aus vergangenen Leben mitgebracht hast. Sowohl als auch ist möglich, weil wir haben ja hier einiges an Sachen liegen, die eben noch hängen. So. Und jetzt, das Glück liegt im Verborgenen mit dem Neuanfang, das habe ich auch schon gesagt, oder sich Wissen anzueignen. Wissen aneignen geht immer auf ganz vielen möglichen Ebenen. Ja, zum einen kannst du dafür ein Buch nehmen, du kannst das Internet nehmen, du kannst spirituelle Lehrer nehmen, du kannst Freunde nehmen. Diskutieren mit Freunden, also es gibt ganz viel Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen. Und das ist wirklich tatsächlich etwas, was hier Glück bringt, vielleicht mit ein paar Verzögerungen. Ich habe auch den Eindruck, dass ein Gegenüber bin ich am Überlegen, wie ich das ausdrücke, ihr Lieben. Ein Wissen, was er neu erworben hat, in sehr kleinen Schritten umsetzen darf. Und diese kleinen Schritte des Umsetzens bedürfen einer gewissen. Ich suche jetzt das richtige Wort. Durchsetzungskraft einer gewissen Willensstärke. Jetzt habe ich es. Genau, der Bär hat mir geholfen. Einer gewissen Willensstärke. Und diese Willensstärke sehe ich so ein bisschen in Gefahr. Vor allem hier bei einem jüngeren Gegenüber. Ich sage jetzt einfach mal, kann auch ein blonder Gegenüber sein. Der ist jetzt hier blond. Muss aber natürlich nicht, ja. Das kann auch jeder andere sein.
der hier einen Plan hat mit etwas Neuem. Dieser Gegenüber kann auch reifen und wachsen. Schau jetzt gerade auch noch nach anderen Kindern. Also ich habe hier da den ersten Sohn, die dritte Tochter liegen. Und ich habe hier die erste Tochter und den dritten Sohn liegen. Interessant ist, dass die auch zusammen liegen. Also die Ruten liegen im Haus der Sense. Das finde ich auch ganz interessant. Das heißt, dass auch bei deinen Kindern hier entweder ganz plötzliche Diskussionen aufkommen oder diese Diskussionen dann auch ein für alle Mal enden. Das kann ebenfalls sein. So, was ich hier gerade auch noch sehe, ist, dass die Personen hier auch einen Konflikt mit einem Vater haben können. Die Person kann einen Konflikt mit einer Vaterschaft haben. Das ist ebenfalls gut möglich. Und natürlich kann auch dein Gegenüber ein Sohn sein, ein Kind von dir sein. Da spür bitte selber rein, was es ist. Ja, das sind Energien und die mischen sich manchmal. Deswegen schau auch nach, was, welches Gegenüber was bei dir genau ist. Wo war ich gerade? Also Thema Vaterschaft. Thema Vaterschaft oder die Hilfe und Unterstützung eines Vaters kann hier für einen Konflikt sorgen bei deinen Kindern zum Beispiel, die ich ja da gerade genannt habe. Und dieser Konflikt endet aber, ja, der wird bereinigt, der wird aus der Welt geschaffen. Und es kann natürlich auch sein, dass gewisse Ziele und Zukunftsvisionen, sage ich jetzt mal, das habe ich hier, eine gewisse Herausforderung darstellen für deine Familie, für dein Gegenüber. Und für deine Kinder. Und das wieder bitte auch im gegenseitigen Wechsel so sehen. Je nachdem, wessen Zukunftsvisionen das sind, kann das für ein Gegenüber eine Herausforderung darstellen, ja? Und ich habe den Eindruck, dass diese Herausforderung mit dem Wachsen vor allem dein Gegenüber betrifft, ja, vor allem dein Gegenüber, und vielleicht hast du da ein bisschen Sorge, ja. Das kann ich ebenfalls nicht ausschließen. Mir kommt gerade die zweite Bedeutung von der Herrenkarte mit rein. Und die zweite Bedeutung der Herrenkarte ist das Thema Aktivität. Aktivitäten sind hier ganz großes Thema, die eine Herausforderung darstellen. Oder einfach, ihr wisst, der Berg ist einfach auch eine gewisse Zeit, die es braucht, weil ich hier eben so dieses Wachstum, etwas Großes will hier wachsen. Ja, etwas Großes, etwas Altes, etwas Stabiles will hier wachsen. Es kann auch gut möglich sein, dass du hier in der Konstellation mit einem Makler zu tun hast, einem Hau, einem Vermieter, einer einflussreichen Person, die dir hier so ein bisschen Rückendeckung gibt, habe ich den Eindruck, gerade mit der Sonne, die gewisse Sachen auch klären kann. Ja, ich habe ja schon gesagt, das kann ein Arzt sein, das kann jede Person sein, die hier mit der Öffentlichkeit zu tun hat.
Und ein Vermieter kann es sein, ein Makler, ein Vorgesetzter von einer Wohnungsbaugesellschaft, sowas zum Beispiel, könnte das auch sein. Und da wird auch was, ich habe den Eindruck, umstrukturiert. Diese Umstrukturierung hat vor allem mit dem Thema Stabilität zu tun, ja. Das ist ein ganz großes Thema mit der Familie, mit Gedanken an die Familie, mit Gedanken an ein Haus, eine Wohnung. Und hier kommt auch noch mal auf jeden Fall ein Erfolg rein. Denn wie gesagt, das sind Veränderungen, die quasi wirklich über Nacht kommen, ja, in der Konstellation und schicksalshaft sind. Und das ist etwas, was ins Haus kommt oder mit einem Haus zu tun hat und was, ich sage es nochmal, äußerst positiv ist. Meine Lieben, wir schauen uns jetzt mal noch ein paar Zusatzkarten an, welche Informationen wir hier noch bekommen. Als erstes möchte ich die Karte für den Park. Informationen, Nachrichten, Aktivitäten, die in der Öffentlichkeit Thema sind. Was kommt da? Oh, Schwein gehabt. Guter Ausgang, eigenes Handeln, Eigenverdienst. Also du bist hier eindeutig bei etwas, was mit der Öffentlichkeit zu tun hat, bist du beschützt. Ja? Oder beschützt vielleicht auch jemanden in der Öffentlichkeit. Das kann ich hier nicht ganz ausschließen, weil hier die Hilfe und Unterstützung bei dir liegt, ja. Sowohl als auch ist hier möglich. Also kann gut sein, dass du jemanden beschützt, zum Beispiel einen Vater, ja, oder einen älteren Mann oder umgekehrt, ja. Und bedenke, wir haben die Zahl 2 hier. Es können zwei Situationen sein. Und schau mal, da kommt die Klugheit. Das finde ich ja jetzt hochinteressant. Habe ich am Anfang gesagt, irgendetwas, da geht es darum, Intelligenz, Intellekt, emotionale Intelligenz, bedacht und schlau. Das ist der Fuchs. Ich hatte nicht den Eindruck, sorry, ich weiß gerade nicht, wo ich es hinlegen soll, dass ich die anderen Karten nicht allzu sehr verdecke. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es hier darum geht, dass du irgendwie falsch bist, ja, oder dein Gegenüber hier, sondern es geht darum, irgendwas klug und schlau anzustellen in dem kommenden halben Jahr, um Verluste zu minimieren. Sagen wir es mal so. So, ich hätte jetzt ganz gerne eine Karte natürlich für den Berg, bitte, was die Herausforderung oder das Thema ist hier für ein Gegenüber. Es ist auf jeden Fall das Thema der Kommunikation. Und, ach, das Lachen. Ach Gott, das Lachen. Ja, wir haben hier keine Lebensfreude. Da ist das Thema des Lachen. Freude strahlen, glücklich sein ist eine Herausforderung. Und da kommen zu dem Gegenüber noch ein paar Karten, weil den habe ich jetzt gerade angeschaut. Da kommt die Verbindlichkeit. Ein Ehevertrag, eine Ehe, eine Heirat, ein Arbeitsvertrag. Um all die Themen kann es gehen bei dem Gegenüber mit den Herausforderungen, ja. Verbindliche Absprachen oder verbindliche Termine. Es kann also auch darum gehen, etwas einzuhalten, ihr Lieben. Die männliche Hauptperson, da kommt es nochmal als Bestätigung. Ein Geliebter oder eine Affäre. Kann sein, dass du das hast und es kann auch eine vergangene Geschichte natürlich sein. Oh, und die Liebe kommt hier. Bedingungslos tiefe Zuneigung, Wertschätzung und Zuwendung. Und da kommt ein Sieg.
Der Sieg sagt aus, dass hier ein Ziel erreicht wird, Erfolg haben, gelingen und gewinnen. Und das hat mit einem Gegenüber, mit deinem Gegenüber zu tun, mit einem Geliebten oder einer Affäre. Es kann auch der Geliebte oder eine Affäre dieser Frau von weiter weg sein. Weil bedenkt bitte, wir haben die Zahl 2 dabei liegen. Ja, es kann sich hier um zwei verschiedene Thematiken handeln. Es ist ja immerhin ein halbes Jahr. Okay, schaut einfach rein, was es denn ist. So, und da kommt noch eine Karte, die kam jetzt gerade rausgeflogen, ohne dass ich irgendwie irgendwo hingedeutet habe. Die Kinder betreffend. Die Kinder betreffend Mädchen, Junge, Adoptiv, Kind oder Stiefkind. Ja, die Kinder betreffend würde dann eben genau das sagen, was ich auch schon gesagt habe, diese Kinder hier. Also ich rede ja meistens von erwachsenen Kindern, ja, ihr Lieben. So, jetzt möchte ich, natürlich kann das auch sein, dass dein Gegenüber diese Thematiken ebenfalls hat oder eben deine Kinder. Ja? So, ich hätte jetzt ganz gerne eine Karte für diejenigen von euch. Nein, nicht für diejenigen von euch, sondern allgemein, aber diejenigen von euch, die hier ein Ex-Mann haben, der wird dargestellt durch die Wolkenkarte. Da kann es auch sein, dass du schlau sein musst, ja, mit Entscheidungen oder Lösungen, die er vielleicht von dir verlangt. Auch gut möglich. Ah, schau mal einer an. Und weil ich jetzt gerade auf den Ex-Mann getippt habe, da kommen im Sommer oder zur Sommerzeit Sonne, Wärme, Licht, Lebensfreude, Leichtigkeit, Frohsinn, eine Gefahr auf. Achtung, Warnung, da stimmt etwas nicht. Im Sommer können hier gewisse Unklarheiten sein. Und dann kommt der Abschied. Verlieren, man muss loslassen, etwas geht weg. Also im Sommer kann jetzt natürlich sein, dass du Abschied nehmen musst von einer Gefahr. Und diese Gefahr, das wäre natürlich dann hier genau dieser schicksalshafte Erfolg. Ja? Und Punkt, soll ich sagen. Gut, dann war es das. Eine Karte hätte ich jetzt ganz gerne noch mit diesem Gegenüber und einem Plan. Vielleicht nehme ich auch noch eine andere. Oh, da kommt was. In wenigen Tagen 1 bis 4 und Thema Zuwachs, Geburt, Schwangerschaft, Transformation, Vermehrung oder ein Dazugewinn. Ein Dazugewinn kann auch ein Plan sein, ihr Lieben. Muss sich nicht immer um ein Kind handeln, ja? Das möchte ich gleich dazu sagen. Es kann auch ein Plan sein, dass ein neuer Plan reinkommt, dass eine neue Idee reinkommt. Denn und dieser Plan hat vielleicht mit deinen erwachsenen Kindern was zu tun. Das ist natürlich genauso möglich. Ja? Es muss nicht immer um Kinder bekommen gehen. Auch wenn das hier drauf steht. Und der Zuwachs kann auch ein Transformationsprozess sein, dass du hier mehrere Erkenntnisse bekommst. Das ist auch möglich, ja, dass dir einiges klarer wird, dass ein paar Sachen hier wegfallen. Eine Transformation, wir hatten es ja vorhin von diesen Ahnenthemen, von diesen Altlasten hier. Na, wenn die weg sind, dann hast du auch einen Dazugewinn, auf jeden Fall, weil du viel leichter und beschwingter dann deinen weiteren Weg fortsetzen kannst. So, jetzt hätte ich ganz gerne noch eine Karte. Die Mäuse interessieren mich noch. Was machen denn die Mäuse hier?
Da kommt die Schule, Wissen erhalten, Ausbildung, Weiterbildung oder die Schule. Und da kommt eine Nachricht, ich habe den Eindruck, die hier entweder eine Schule, ich habe den Eindruck, überflüssig macht, oder du ein Wissen bekommst, über etwas ganz Neues, ganz plötzlich und ganz unerwartet. Und jetzt hätte ich ganz gerne noch eine Karte für die Hand. Oh, da kommen jetzt natürlich auch gleich wieder mehr. Das passend zur Hand. Was haben wir denn hier? Ein wohlgesonnener Mann kann diese Thematik haben des Loslassens oder des Bilanzziehens, was das Thema Arbeit oder an etwas arbeiten betrifft. Freund, Arzt, Anwalt, Vater, Schwiegervater, Stiefvater, Nachbar, Onkel. Das ist auf jeden Fall jemand, der es gut mit dir meint, ja? Und der darf hier etwas loslassen. Ich habe den Eindruck, loslassen. Darf der hier etwas? Und schau mal, da kommt noch ein einflussreicher Mann, Chef, Anwalt, Sachbearbeiter, Vorarbeiter, Polizist, Richter, Notar. Auch hier sind diese positiven, schicksalshaften Veränderungen angezeigt bei diesen Männern, was du noch nicht siehst, ja? Was jetzt aber Bestimmung ist, sozusagen. Und in wenigen Monaten, 1 bis 4 Monaten, und dann kommt die Unabhängigkeit, selbstständig sein, machen oder werden, handeln unabhängig von Emotionen. Also du wirst hier ein ganzes Stück, und das liegt ja hinter dir, mehr in die Selbstständigkeit kommen, in die Unabhängigkeit kommen. Und in wenigen Wochen, 1 bis 4, sollte sich da schon eine Veränderung einstellen in diese Richtung. Sehr interessant, sehr interessant. Und vielleicht auch schon das erste Thema des Loslassens in Kürze schon angegangen werden. Also irgendwas lässt du innerhalb der ersten 1 bis 4 Wochen nach dieser Legung schon los, von dem du jetzt noch keine Ahnung hast. Sehr spannend, sehr spannend. Damit du immer mehr in deine Harmonie, in deine Ruhe, in deine Kraft kommst. Gigantisch, gigantisch. Also eine Karte hätte ich noch ganz gern, und zwar allgemein eine für den Bär hier oben. Der Bär kann im Übrigen die ganzen Männer sein, die hier angezeigt sind. Aber ich möchte noch eine Karte zu dem Thema des Bären. Die Distanz. Entfernung, Weite, Abstand oder etwas ist sehr weit weg. Ja gut, die Distanz hat man auf jeden Fall zu diesen Personen, ja. Das ist nochmal die Bestätigung. Und auch für das Ahnenthema ist auch die Bestätigung. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ich freue mich, dass ihr jetzt so lange durchgehalten habt. Freue mich über jeden Daumen nach oben. Wir schauen uns die Karte hier unten natürlich noch an. Und wenn du meine Legungen generell gerne magst, freue ich mich natürlich wie Bolle über ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch von ganzem Herzen eine fantastische Zeit. Freue mich, wenn du wieder einschaltest für die Februarlegung, und sage gleich nach der Karte auch noch Tschüss. Da kommen die Autobahnen. Nachrichten kommen in Kürze. Schnell reagieren. Schaut mal, das passt zu dieser Karte. Also Nachrichten, da kommen wichtige Nachrichten in Kürze, und darauf wirst du, darfst du, sollst du reagieren. Ihr Lieben, ciao!